Jetzt muss ich doch gleich mal schauen, wann die Familie Martis ankommt. Hallo Mia, du sag mal, wann kommt denn eigentlich heute die Familie Martis an? Hallo Moritz, ich wollte gerade nachschauen. Warte mal bitte einen kleinen Moment. City Hotel Palais, Sie sprechen mit Mia, was kann ich für Sie tun? Das Baby ist da, das freut uns aber sehr. Ich werde es gleich weiterleiten. Juhu, das Baby ist da! Lalalalalala. Das werde ich gleich den anderen erzählen. Das ist eine gute Idee, Moritz. Ach, weißt du was, Mia? Ich glaube, wir behalten es für uns. Ich gehe jetzt mal wieder zu den anderen, nicht, dass die noch irgendwas denken oder so. Du sag mal, Moritz, kann es sein, dass du irgendetwas weißt, was wir noch nicht wissen? Nein, Ines, wie kommst denn du darauf? Ja, du hast so ein Grinsen im Gesicht. Moritz, jetzt sag mal, warum sollten wir uns alle hier versammeln? Das weiß ich auch nicht. Das ist eine Anordnung vom Herrn Martis gewesen. Kann ich euch jetzt auch nicht so genau sagen. Schönen guten Tag, Herr Martis. Herzlichen Glückwunsch. Mia, woher wissen Sie das jetzt eigentlich schon wieder? Ja, Ihre Frau hat angerufen aus dem Krankenhaus. Alle Angestellten warten in der Boutique auf Sie. Danke, Mia. Martina kann aber auch nichts für sich behalten. Hallo alle miteinander, mal ganz kurz aufgepasst bitte. Ich wollte eigentlich nur mitteilen, das Baby ist endlich da, es ist ein kleiner Junge und er heißt Damon. Ah, oh, das ist schön, juhu. Herr Mattes? Ja, Frau Besenrein? Wie sieht's denn aus? Ich wäre dafür, dass wir eine kleine Überraschungsparty für Ihre Frau und Damon geben. Oh, Frau Besenrein, das ist eine super klasse Idee. Ja, machen Sie das. Max, ich halte dich fest, nicht, dass du mir noch vom Tisch runterfällst. Ja, hier noch etwas tiefer, so passt das dann. Moritz, für was brauchen wir denn den Korb? Herr Mattes, da kommen doch die Lose für das 2000 Abonnenten-Special rein. Was, 2000 Abonnenten? Haben wir schon wieder so viel? Moritz, kannst du mir bitte runterhelfen? Aber na klar, Ines, gerne doch. Dankeschön, Moritz. Du darfst mich jetzt auch gern wieder loslassen. Oh, Entschuldigung, das war nicht meine Absicht gewesen. Das weiß ich doch, Moritz. Oh, ich hoffe, du verstehst das jetzt nicht falsch, Ines. Nein, nein. Das ist mir aber jetzt peinlich. Ja, was ist da denn los? Alias, die Ines ist doch verheiratet. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ach, Herr Mattes? Ja, Nina? Herr Mattes, ich wollte fragen, wann die neue Ware für die Boutique kommt. Oh, Nina, die müsste eigentlich im Lager unten sein. Gehen Sie mal bitte runterschauen. Ja, das mache ich, Herr Mattes, danke. Einen wunderschönen guten Abend, Frau und Herr Mattes. Hatten Sie eine gute Anreise gehabt? Ja, war schon sehr anstrengend gewesen, Mia. Aber für unseren Enkel nehmen wir die lange Fahrt doch sehr gern in Kauf. Herr Mattes, wie immer für Sie das Penthouse. Da wünsche ich Ihnen und Ihrer Frau einen schönen Aufenthalt. Danke, Mia. Sie sind schon eine sehr gute Seele. Ach, ich glaube, ich werde gleich ins Bettchen gehen, Otto. Ich bin total müde. Dann mache das. Ich gehe noch mal schnell ins Bad. Dann werde ich uns mal die Schlafanzüge auspacken. Du sage mal, oh Gott, wann sollen wir denn morgen eigentlich im Krankenhaus sein? Otto, das ist jetzt erstmal völlig egal. Komm, wir gehen jetzt erstmal ins Bett und morgen früh können wir immer noch mit dem Wolfram telefonieren. Ich denke mal, dass wir dann mit Ihnen zusammen in die Klinik fahren werden. Auf jeden Fall machst du dir jetzt schon wieder viel zu viel Gedanken, Otto. Komm, jetzt leg das Handtuch zur Seite, zieh den Schlafanzug an und dann gehen wir ins Bett, ja? Du hast ja recht, Irmgard. Ich bring das eben ins Bad. Otto, vergiss bitte nicht noch deine Tabletten zu nehmen. Was nehmen wir denn für das 2000 Abonnenten-Gewinnspiel? Ich glaube, ich werde das nehmen. Ja, das ist ganz gut. Dann werde ich für heute auch Feierabend machen. Wie es wohl Martina und Damon gerade gehen wird? Aber ich bin auch schon ganz dolle müde und es wird Zeit, dass ich ins Bett komme.
Mia, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie nicht mehr so lange, haben Sie gehört? Jawohl, Herr Mathis, da wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Bis morgen. Ich kann es immer noch gar nicht so richtig glauben, dass es wirklich ein Junge geworden ist. Hallo, du kannst kostenlos meinen Kanal abonnieren, indem du auf das runde Bild in der Mitte klickst. Und 3 meiner Videos habe ich dir auch noch ausgesucht und wünsche dir ganz viel Spaß jetzt beim Ansehen. Ciao!